einem Brand in einem Einkaufszentrum in Davao auf der südphilippinischen Insel Mindanao sind laut Behördenangaben fast 40 Menschen ums Leben gekommen. Der Brand war kurz nach Öffnung der Shopping Mall in einer Möbelabteilung im dritten Stock ausgebrochen und hatte sich schnell ausgebreitet. Über Davao stieg eine sichtbare Rauchwolke auf. Die Feuerwehr brachte die Flammen unter Kontrolle, konnte jedoch zunächst nicht in die Bereiche vordringen, wo die meisten Opfer vermutet wurden. Vielen Menschen, unter anderem vielen Beschäftigten eines Callcenters im Obergeschoss, wurde der Fluchtweg abgeschnitten. Laut Feuerwehr hatte das Gebäude keine Rauchabzugsanlage. Somit gäbe es für die Vermissten so gut wie keine Überlebenschancen. Der Brand kommt einen Tag, nachdem auf derselben philippinischen Insel mehr als 200 Menschen durch einen Tropensturm ums Leben gekommen sind.